Mein Name ist Michael Görtler, ich bin geschäftsführender Oberarzt der Klinik für Neurologie. Wir, die Ärzte der Klinik für Neurologie, bitten alle Patienten mit akuten neurologischen Beschwerden, zum Beispiel einer Lähmung, einer Sprach- oder Sehstörung, einem Schwindel oder starken Kopfschmerzen, auch weiterhin sofort ins Krankenhaus zu kommen. Am besten durch Alarmierung des Rettungsdienstes, um einen Schlaganfall, eine Hirnhautentzündung oder eine andere ernste Hirnerkrankung ausschließen oder umgehend behandeln zu lassen. Selbstverständlich führen wir ambulante Behandlungen für alle Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen, wie zum Beispiel einer Multiplen Sklerose oder einer chronischen Nerven- oder Muskelerkrankung, unverändert fort. Bitte nehmen Sie vereinbarte Termine konsequent wahr, da die Unterbrechung zum Beispiel einer Infusionstherapie zu einer Verschlechterung führen kann, die möglicherweise nicht rückgängig gemacht werden kann. Falls wir die Verschiebung einer bereits geplanten ambulanten Behandlung oder Untersuchung für Sie medizinisch als risikolos erachten, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen und einen späteren Termin vereinbaren.